Hallo miteinander und willkommen zurück zu Shadow Empire, beziehungsweise willkommen zur ersten Serie von Shadow Empire hier auf dem Strategic Core Kanal, dem, ja, sag ich mal, Wargame Hardcore Strategie Kanal von mir, von Torrent Gent. Und ja, wir haben ja eigentlich auf dem Hauptkanal schon einen Stream gemacht zu den ganzen. Jetzt ist vielleicht dann Ob 8 angesagt in dem Sinne, weswegen wir jetzt hier neu anfangen werden, weil man muss tatsächlich ich weiß nicht, ob das bei eurer Version, wenn das dann rauskommt, auch so ist, aber zumindest ist es bei der Version so, dass ich tatsächlich die Flugzeuge erst aktivieren muss, sonst haben wir die nicht im Spiel. Deswegen müssen wir leider neu anfangen. Was wir gleich machen werden, ist, wir werden wieder einen Medusa-Klasse-Planeten nehmen, weil wer den Stream gesehen hat, oder wenn ihr ihn nicht gesehen habt, auch wenn da keine Flugzeuge mit dabei sind, er ist halt unglaublich spannend und unglaublich cool. Weil so viel Randomness da reinkommt und wir im Prinzip, wenn man das so ausspricht, dann klingt das unglaublich, aber tausende von Faultieren haben unsere Logistik unterbrochen, unsere Logistikrouten, unsere Hauptstraßen wurden überschwemmt von gigantischen Horden an Faultieren und deswegen ist die Versorgung unseres Militärs zusammengebrochen und das ist ein sehr spannend alles. Ja, das ist das Schöne an diesem Spiel. Es passieren so unglaubliche Sachen. Und weil ich das so gut fand und ich wieder von Faultieren überrannt werden möchte, werden wir wieder einen Medusa-Klasse-Planeten nehmen. Das lassen wir so, wie es ist. Und da, wo ist er? Hier. Diesen Haken hier muss man enable, damit man die Air Forces bekommt. Die werden wir jetzt auf jeden Fall auch bekommen. Falls du ganz neu bist hier bei Shadow Empire, ich werde in der Infokarte auch was verlinken, da ist ein Tutorial, eine Tutorial-Serie von mir, wirklich mal ganz dediziert lernen möchte, wie das Spiel funktioniert. Dort kannst du nachschauen. Ansonsten werde ich auch hier versuchen, am Anfang ein bisschen zu erklären, was wir hier eigentlich machen. Und ich denke, dass du, wenn du hier beim Let's Play zuschaust, auch eine ganze Menge lernen wirst, wie man das Spiel so handhaben kann. Genau. Ansonsten, wir spielen auf regulär. Wir werden der KI, deswegen dieses normale Episoden-Video-Format hier auf YouTube und kein Livestream, weil die KI doch ein bisschen länger braucht. Auch schon, wenn man das nicht hier nicht noch mehr Möglichkeiten gibt für die Zugberechnung. Und das werde ich natürlich immer rauscutten. Ich werde allgemein dann, auch wenn es Phasen gibt, später, ne, also nicht jetzt am Anfang, jetzt wahrscheinlich ziemlich alles durchspielen, aber später, wenn es Phasen gibt, wo nicht viel passiert, die werde ich einfach rauscutten. Die interessieren in der Regel sowieso niemanden so richtig und das ist aber nur mein zeitfüllendes Geschwätz, was zwar ab und zu mal durchaus interessant sein kann, aber das kann ich euch auch erzählen, wenn wir dann wieder in Action sind oder so. Genau, das ist das, was wir planen. Wir werden wiederum eine Quick Planet Generation machen. Man kann auch die detaillierte machen. Da kann man jede Stufe quasi selbst mehr oder weniger nicht wirklich einstellen, aber es gibt da Stufen, die dann der Randomness, was es für ein Planet ist, wie weit er von der Jinx ist und hast du nicht gesehen, kann man alles machen. Wir spielen hier auch mit allen Geschichten dran, wir werden die Epochen auch drin lassen. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund der Randomness, weil sie eben die Spiele durcheinander schmeißt. Was ich nicht mag, ist Spiele, bei denen ich von Anfang an irgendeine Meta lerne und sie einfach spiele. Langweilig, ist auswendig lernen. Wir wollen uns immer wieder neu anpassen und deswegen drehen wir völlig durch. Ja. Schauen wir mal, was der Planet, den wir hier generieren, zu bieten hat. Lazarum Lumus ist unser erster Kandidat hier. Sehr nah an der Sonne, ehrlich gesagt. 0,41 AU, Stickstoffatmosphäre. Aber das geht eigentlich hier, ne? Atmosphäre, das ist Insidious natürlich. Tödliche Xenobiologisches Hazard hier. Alien Tissue, Shrubs and Bush. Okay. Keine Wälder offensichtlich. 3,7 Billionen. Gravity 0,54. Reroll! So, da haben wir jetzt das Ding, was wir hier spielen werden: Lazarion Terranus. Ja, 6 Major Regimes, 64 Mann Regimes, also eine ganze Menge zu tun für uns, das wird sehr interessant werden. Ziemlich heißer Planet, Gravität ist leicht unter Erdniveau, 25%, das heißt, anstrengende Arbeiten sind etwas leichter, wir können etwas weiter hüpfen. Map ist wie gesagt ziemlich groß, vorwiegend natürlich immer Plains. Ich habe eine Map genommen, wo möglichst viel Wasser ist, auch wenn momentan noch keine Navy drin ist, ich hoffe, das kommt irgendwann noch. Aber zumindest können wir Flugzeuge jetzt wahrscheinlich drüber fliegen. Und hier ein paar Berge, die uns natürlich hier das Veranstalten etwas schwerer machen werden. Starten wir das Spiel. Großartig werden. So, da sind wir jetzt im Generierungsziel. Wir sind die Turanische Allianz. Unser Titel ist Ahorn. Das ist unser Zeichen, ganz genauso wie im Stream eigentlich. Und jetzt machen wir das hier. Ja, die Humanität ist übelst am Arsch. So kennt man das. Wir werden hier in Richtung... Eigentlich sind wir mit Commerce sehr gut gefahren. Denn das vermutlich so relativ ähnlich bauen. So.
Also, und hier, ja, Herz ist echt langweilig, ja. Sagen wir mal ehrlich, Herz ist super langweilig. Forschung ist interessant, die Faust ist auch interessant. Ich denke, wir werden mit der Forschung hier arbeiten. So, also das sind die verschiedenen Profile, die wir hier auswählen. Zumindest für unseren Anfangsstand, ja. Abhängig von den Profilen, wie hoch die sind, bekommen wir verschiedene Feeds freigeschaltet. Das werden wir uns gleich nochmal im Spiel selber angucken. Das ist im Prinzip so die eure politische Anfangsausrichtung, die ihr hier bestimmt. Aber die wird sich mit der Zeit verändern. Die hängt von euren Entscheidungen ab und davon, was für Leader ihr habt, weil ihr entsprechend euer Anführer, die ihr so habt, eben auch Entscheidungen anders vielleicht treffen müsst. Okay, was haben wir noch? Restoration? Ja, genau, was haben wir denn? Ja. Meritokratie, Demokratie, Autokratie. Er sind autokratisch. Denn ich bin ein Aaron und kein Präsident. Was machen wir hier nicht? So, Toranische Allianz. Die erste Runde. Schauen wir uns an, wie unsere Ausgangssituation aussieht. Das ist einfach so das Spannendste, ja. Das ist wie, wo wir gelandet sind. Ah! Tatsächlich. Politische Bonuspunkte. 24 Runden lang. Das ist ein ganz guter Start. Gibt schlimmere, auf jeden Fall. Können jetzt in die Bar setzen, ein bisschen Spaß haben. Happy Hour. Gute Sache. Paranoia ist die beste Karte, die wir hier bekommen können, um Fate-Punkte zu bekommen, Schicksalspunkte. Das sind diese Punkte hier, mit denen kann man spezielle Sachen starten, auslösen im Spiel. Es sind quasi, sie sind zwar als Karten dargestellt, aber beziehungsweise sind Events, die man halt spielt. Okay. Das ist relativ normal hier, nichts Besonderes. Okay, das fängt ja schon mal sehr gut an. Also schauen wir uns das Ganze hier an. Oh, wow, wir haben tatsächlich ganz in unserer Nähe einen Vulkan. Sieht auch ganz interessant aus. Ansonsten hier unsere kleine Stadt, da ist ein Military Liner. Ein Derelict Spaceship. Könnte man gleich einnehmen. Wir müssen aufpassen hier. Das hier sind überall Wälder. Wir haben natürlich wieder das Glück. Das ist wieder ein Planet gewesen, der ziemlich viele Einwohner davor hatte. Da kann das so ein bisschen bestimmen. Also umso mehr Einwohner bei der Kolonisation hier waren, umso mehr wird es halt Ruinen und so weiter geben hier auf der Map. Also wenn ihr sowas ähnliches bauen wollt, schaut doch, dass die Bevölkerungszahlen hoch sind. Dann gibt es eben mehr Ruinen nach dem Untergang. Relativ eindeutige Sache. So, ihr könnt natürlich auch hier in den Kommentaren, darum würde ich euch bitten, Vorschläge geben für ja, unsere ganzen Truppenteile hier. Bis wir können die Truppen alle umbenennen. Leider können wir Leader nicht umbenennen. Zumindest noch nicht. Ich hoffe, dass das irgendwann per Mod reinkommt. Genau, dann können wir die Leute hier auch umbenennen nach euch. Für den Moment sind es aber nur die Militäreinheiten. Und ja, wenn ihr da Vorschläge habt, ja, dann lasst sie einfach da. Auch Vorschläge für Stadtnamen und so weiter. Wir werden. Unser Stadtteil sagt tatsächlich Pazifika. Was ein Stadtteil von Night City ist, was irgendwie ganz cool ist, ne? Aber naja. Das könnten wir vielleicht so lassen. Und dann ja, können wir uns immer überlegen, die Städte umzubenennen, die wir dann erobern. Okay. Wir sind vorsichtig. In Wälder reinzugehen ist immer gefährlich. Das ist schon mal die erste Stadt. Also im Prinzip eine gute Idee, die wir eventuell uns angucken können. Der andere Vorteil von Städten, von Planeten, die relativ gut bevölkert waren, ist tatsächlich, dass. Restored Library, sehr schön. Forschungspunkte, sollte das geben. Yep. Ah, nee. Bürokratische Punkte, noch besser. Dass es Straßen schon gibt am Anfang. Wenn ihr einen ganz primitiven Planeten nehmt, dann gibt es quasi fast überhaupt keine Straßen. Gut, wir haben hier natürlich auch ein paar mobile Leute noch. Die sollten wir jetzt mal hier runterschicken. Nupi, super. okay. Eine dicke Kreuzung. Gehst dann jetzt hier runter und holst das hier. Und das war's fürs Erste. Wir könnten direkt mal noch ein Buggy-Bataillon vielleicht aufstellen. Das mal, ob das dürfte eigentlich reichen. Unabhängige Truppe, Bataillonsgröße. Ja, 95%. Das ist doch eigentlich okay. Ich kann auch motorisierte Machine Guns nehmen. Ja. Wir wollen ja erkunden.
Reichsformation. Gut. Die US können sich dann hier, naja, nicht wirklich anschließen. Das können wir erst machen. Independence. Aber ich sieht aus, als sei hier drüben ein Strand oder sowas. Also vermutlich eine See. Wäre natürlich gar nicht so schlecht, wenn wir hier zumindest auf einer Seite relativ safe wären. Strategische Karte sagt, dass wir irgendwo relativ weit im Süden sind. Vielleicht haben wir Glück, dass wir hier unten safe sind. Fault Peak. Fault Peak Regime ist ein Minor Regime. Deep Hold. Or Lower Territory. Und Black Bond. Das ist interessant, dass sich alles. Also nichts davon ist nicht aligned. Also es gibt kein Gebiet, was völlig unbesetzt ist. Und hier drüben sehen wir, das ist auch verstrahlt hier. 68 Radioactivity. Okay. Schauen wir uns die Entscheidungen an. Ray Hall wants total power estate. Er will die totale Macht haben. Demokratie und Faust. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Nachdem wir uns entscheiden, diese ganzen Anführer, die haben wir schon eine Vorlieben für diese Ausrichtungen. Also wenn wir sagen, na, dann geht auch Demokratie und das gefällt ihm nicht. Ja. Dafür geht Mind hoch und das gefällt ihm wiederum. Da wir sagen hier, nein. Schluss. Das hier gefällt beiden. Ja, mal das hier, ja. Autokratie und die Faust. So. Das ist unsere Antrittsrede. Können Sie da entscheiden, was wir hier machen. Hier drüben bei Management, bei Profil. Können wir sehen, wie es momentan aussieht. Das ist das Ding, das wird dann hier, da werden immer Sachen freigeschaltet nach und nach. Ja, Enforcement können Commerce weitergehen. Botanismus. Scavenger Teams. Ja. Gehen wir Richtung Commerce. Diese hier. Ne? Eine Privatökonomie, die gut läuft, ist äußerst wichtig. Copy that. So, und jetzt der erste Einsatz, das ist unser erster Stab, den wir einsetzen können. Ist mit Sicherheit hier, der ökonomische. Ah, es gibt einen extra Air Force Research Council. Ah, okay. Ich verstehe. Das heißt, da kommt noch was auf uns zu. Wir können ja kurz mal hier reinschauen in den Tech Tree. In den Tech Tree. Haben wir hier irgendwo Avionics-Systeme oder sowas? Also hier ist ja eine ganze Menge mehr bei Applied Engineering mit dabei. Das sind die ganzen ja, Jet Engine-Geschichten. Ja, und dafür brauchen wir, also das ist der Economic Council, der das hier macht, das ist Applied Engineering. Und alles, wo halt er ist, ist halt der Air Council, der die Sachen hier erforscht. Okay. Propelled Engineer. Selbst da brauchen wir schon einen. Tja. Das wirft natürlich einige Entscheidungen auf, dann im Early Game schon. Man eher dann das Flugzeug geben oder eher zum Beispiel erstmal auf Organisation, was man auf jeden Fall brauchen wird. Ich meine, umso früher wir anfangen, da zu forschen, umso besser ist es. Aber wir verteilen natürlich unsere Bürokratiepunkte, die unsere primäre Ressource sind, für unsere ganzen Leute hier. Das seht ihr hier. Bürokratiepunkte werden verteilt auf unsere einzelnen Stäbe. Momentan kriegt quasi der Supreme Command alle Punkte hier. Und umso mehr wir hier dazu machen, umso mehr wird das natürlich verteilt. Jetzt muss man nicht darauf achten, dass wir die entsprechend ausbauen. Asset-technisch. Alles hier relativ, ja, normal, sage ich mal. Ich schaue, ob wir aus Puyos das rausbekommen. Wenn man so ein Dorf hier entdeckt, gibt es eine kleine Chance, dass man irgendwas findet, was scavengen kann. Das wir uns überraschen und uns den nächsten Zug an. Tja, soweit so gut. Da ist die Parade. Ah, schon mal ein Blitzdoktrin. Spione könnten wir sogar schon verschicken, hier in verschiedene Richtungen. Wäre gar nicht so verkehrt. Covered Ops. Schick mal dahin. 49, das sollte er hinbekommen. Yep. Yep. Zwei sind unterwegs. Und werden uns ein bisschen hoffentlich in dieser Richtung hier aufdecken. Ja, unsere Buggies. Da ist schon mal ein Feind. Na, wunderbar. Oh, da ist tatsächlich hier das Meer. Requesting backup. Oh nein.
Slaver! Oh oh. Leadership unknown, huh? Na, Slaver sind, müssen wir aber hier definitiv hier hoch. Ah, das ist schon wieder so. Das ist unsere ganze Erkundung wird jetzt wieder. Ich sag mal, leiden. Hier steht auch jemand drin. Ist wahrscheinlich, also ihr seht, dass unsere Self-Control sich da nicht extended hat. Boah, ich hab das Gefühl, das ist echt laut gerade hier, die. So. Ja, das finde ich bedauerlich hier oben, aber gut, ich denke, wir sollten aushalten. Das ist schon wieder. Ah, guck dich das mal an hier. Das sind halt 100.000 Leute hier auf diesem Ding. Meine Fresse. Hm. Keine Ahnung, wie wir damit der bisschen Miliz, die wir hier haben, gegen agieren sollen, aber gut. Slaver sind halt echt übel, weil die verteilen sich jetzt hier wahrscheinlich und werden hier eine riesige Front gegen uns bilden. Und wir haben hier teilweise, das sind High Mountain Grass, das heißt, wenn wir diese Linie erhalten, da sollten wir ganz gut dastehen. Das ist auch wahrscheinlich auch ein Slaver hier. Dass wir uns hier hinstellen und die blockieren. Wir dürfen sich zu nah an die Stadt lassen, sonst wächst hier unsere Gefahr, das hier, Danger, und das reduziert aktiv die Glücklichkeit unserer Leute. 29.000 Freefolk, das war das hier. Sehr gut. Grundsätzlich. Könnte natürlich Infanterie ausheben. Werden wir wahrscheinlich auch machen müssen. Wir machen mal die Machine Guns, weil die grundsätzlich etwas mehr Defensive haben. Zwei Stück. Normalerweise, also es ist jetzt, ich sag's mal so, normalerweise wäre das nicht mein normales Vorgehen, ja. Das ist jetzt tatsächlich nur wieder dadurch geschuldet, dass wir hier so eine riesen, Slaver-Truppe hier im Norden haben. Und die werden die jetzt hier aufstellen müssen, um uns zu verteidigen. Entscheidungen, 6 Stück, die auf uns warten. Rayhol will einen Verwandten exekutieren. Hm. Ja, es sind unsere Tribunale, die in Gesetz sprechen, nicht irgendwelche Leute. So. Dann eine Milizparade. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden ihnen noch etwas mehr Geld geben. Wir werden mehr Miliz brauchen. Plus 20, aber 600 ist zu viel. Hm. Dass die Milizgeschichte, das ist so ein sekundärer Trade, den sehen wir hier gar nicht, den sehen wir, ich will gar, wo sehen wir den denn? Ah, hier, genau. Also das ist dieselbe Anzeige wie da drin, aber ne, ist halt hier in diesem Seitenledger. Das hier ist es. Zeigt dann an, wie gut die Miliz supportet wird, umso mehr Miliz-Support wir haben, umso mehr neue Miliz-Einheiten spawnen. Also wir können da durchaus noch mehr bekommen mit der Zeit. Werden wir auch bekommen, ist wahrscheinlich. Kostet immer ein bisschen was, das am Anfang zu machen, aber es lohnt sich in der Regel, weil wir so schnell an keine großen Stehenden rankommen. Habt ihr gesehen, jetzt haben wir noch mehr rausgebrezelt hier an Leuten, um uns zu verteidigen. Also ist unsere erste richtige Independent-Brigade noch weiter weg. Ein fähiger Commander bietet seine Dienste an. Wir sollten sein Dorf befreien. 9950 ist der Hex. 9950 ist in der Richtung hier irgendwo. 99. 50. Das ist gar nicht. Das ist sogar möglich normalerweise. Ja, wir nehmen es mal an. Rime Diebsan. Haben wir jetzt mitbekommen, ein neuer Mann in unserem. Also wir werden das natürlich sofort switchen. So. Jetzt haben wir quasi die Budgets verschoben. Eher durch den ökonomischen Council. So, und den neuen Direktor dafür, den brauchen wir jetzt natürlich auch nochmal. Astrid Stewart oder Ronnie Essam, hä? Capacity 3. Durchaus intelligent. Mag die Miliz, mag Demokratie, das wird schwierig werden. Endurance 2 hat euch ganz gute Stats, ehrlich gesagt. Er ist der Anführer der gesetzestreuen Armee. Und Astrid?
Ist auch etwas D3. Aber sie ist nicht so intelligent. Oh, sie ist aber ein Anführer, theoretisch, den wir nutzen könnten. Infantry Tactics hat sie. Ja, Operational Command. Warte mal, kann es vielleicht... Müssen Sie mal mit unserem Supreme Commander vergleichen. Also Sunny hier. Wird auf jeden Fall der Economic Council. Erstmal brauchen wir Technologieentdeckung vor allem. Und weniger die Forschung. Deswegen lassen wir alles andere auf etwas höher. Und konfirmieren das Ganze. Gut. Strategems. Ein Fate-Punkt. Wir könnten Paranoia mal spielen. 29 Angst, das ist in Ordnung. Wir können einen Merc rekrutieren. Ja, jetzt haben wir 3 Punkte, die wir einsetzen können. Wenn Teachers, ist eine Privatschule auf Level 3 direkt in der Hauptstadt. Wir warten mal ab, es gibt noch bessere Nutzungsmöglichkeiten. Wir sollten nach und nach bessere Karten bekommen. Ja, und diese roten Karten sind immer Trade-Offs, das sind immer negative Dinge, die man dann bekommt als Event. Dafür bekommt man dann aber die Fate-Punkte, mit denen man wiederum positive Dinge auslösen kann. Okay. Jetzt können wir mal hier schauen, bei unserer Personal Overview. Governor of Pacifica, Skip Rayon. Der kann gar nichts. Das ist richtig schlecht. Investigation hat ein bisschen was nicht so Schlechtes. Dann Commander of the First Supreme HQ, Crank Jones. Crank ist super intelligent. Relativ warlike auch. Capacity 2 High Command ist auf 18. Okay, warte mal. Doppelt Command auf 44. Ja, ich meine, sie wäre echt, ist sowas von die bessere Wahl dafür, ne? Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich Crank Jones ablösen. Er wäre ohnehin, ich meine, er hat Leadership, ja, das ist okay. Bei High Command, da ist er besser. Also sie wäre auf jeden Fall ein sehr guter Anführer für die erste Truppe. Okay, wir lassen ihn mal drin. Weil alles, was wir hier umbauen, jetzt kostet uns wieder Beziehungspunkte. Und wenn sie auf unter 50 sind, dann sieht man eigentlich hier in diesem Überblick besser. Man sollte immer dafür sorgen, dass die über 50 sind. Denn sobald sie unter 50 sinken, die Beziehungspunkte, naja, dann wird es halt schwierig. Da gibt man negative Events oder ja, Entscheidungen, die wir treffen müssen. Abhängig davon. Also, ne, mal die Leute hier zufrieden halten. Okay. Ja. Ja, dann stellen wir uns mal hier jetzt drauf ein, auf unseren Halbuntergang. Das 161. Meine Fresse. Oh Gott, die werden uns bestimmt gleich umzingeln wollen. Ja, ich werde es gleich sehen, wenn wir im Zug sind. So, angegriffen haben sie uns zumindest noch nicht. Schauen wir uns mal, wie das Elend aussieht. Wir haben was gefunden. In der Nähe von Nopi Super. Der Pazifik hat 4 Hightech-Items. Okay, die können wir erstmal verkaufen. Medal of Merit, das ist, um Leader etwas besser zu stimmen. Okay. Du gehst hier hin. Schauen wir uns hier entlang dieser Linie, dass wir sie halt blocken, dass sie nicht an unsere Stadt rankommen. Ja, und leider wird das erstmal hier ein Stellungskampf werden da oben. Wir haben kaum Artillerie, ja. Wir expandieren, das ist großartig. Metal Production, ja, haben wir doch gar nicht gefunden. Oh, warte mal, was ist denn? Ja, ich weiß, ich habe was versprochen. Irgendwas? Videos extracting the artifacts. Tatsächlich haben wir Artefakte. Wow. Okay. Das ist nicht schlecht. Da ist sein Dorf. Problem wird sein, dass uns hier langsam die Logistik jetzt ausgeht. Gehen wir in den Handel. Wir haben ja jetzt ein paar Hightech-Parts.
können wir alle verkaufen. Die brauchen wir erst sehr viel später. Das ist ein Geld auf der Umgarte, was nicht schlecht ist. Unser größter Engpass am Anfang ist natürlich die industrielle Kapazität. Das sollten wir möglichst schnell ausbauen. Und zwar hier die Industrie 1. Doch, und dafür hat auch eine Menge Metall. Ah. Ja, Entscheidungen. Wie immer. Ja, das ist, theoretisch gibt es so eine mehr oder weniger Build-Order am Anfang, aber es hängt halt extrem davon ab, was man für Umstände hier hat. Und ob die Privatindustrie Dinge baut, die uns nützlich sind. Ich kann theoretisch auch Scavenging Posts bauen. Das erste, was ich jetzt machen würde, ist hier wahrscheinlich einen draufbauen. Das würde uns... Dann natürlich das Gute wäre halt, wir kriegen dadurch auch noch mehr Metall. Also es beschleunigt eigentlich alles. Aber unsere aktuelle Lage, ja, dauert das mindestens 2 Runden. Ja, wir könnten es bauen. Vielleicht, wir sollten es, glaube ich, auch bauen. Ja, dann kriegen wir von allen ein bisschen was. Wir können dann immer wieder Rare, die seltenen Erden verkaufen, was uns ein bisschen mehr Geld bringt. Wir sind auf der besseren Seite mit dem Zeug. Ja. Wollte ich sagen, passiert die zuerst hier oben drauf und wir kriegen die Artefakte natürlich auch raus, also... So schlecht ist das natürlich auch nicht. Oh, wow. Wir haben die, glaube ich, echt in ihrem... Ja, die haben echt nur diese Ecke hier eigentlich. Noch sind sie mit uns nicht im Krieg. Theoretisch können sie natürlich diese Berge hier überwinden. Also nicht mit den Fahrzeugen, aber mit Infanterie. Ich hoffe mal, dass sie trotzdem da oben bleiben in der Ecke. Können wir zumindest mit den restlichen Truppen weiter erkunden. Die Miliz wird sich jetzt nach und nach auffüllen. Ja, das sind auch mehr Milizen. Das heißt, wir werden das Fahrzeug hier auch zurückziehen. Du bist eigentlich auch fürs Verkunden gedacht. Ja. So. Schätze ich dann hier hin und wenn wir da könnten eigentlich dann zur Not auch nochmal einen weiteren Maschinengewehrkollegen hier hinstellen. Entscheidungen. Eine Statue soll errichtet werden. Würde dem Herz gut tun und dem der Regierung. Könnten wir die Faust auch fördern, ja. Nein, keine Statuen für uns. Die Statue, die Monster ist die für den Staat. Oder für den Aaron. Ich hoffe nicht, dass die diese Dinge ausbrechen. Ich hatte noch die in der Stadt, die in dem Vulkan war. Also, ja. Könnte passieren. Die Frage, ob wir den zurückdrängen können, dass wir die Tyrannis Grove, das Gebiet hier noch einnehmen. Tinker Basin. Trade, wir brauchen definitiv eine Maschine. Wir würden mehrere Maschinen eigentlich gesagt kaufen. Die kriegen wir so günstig nie mehr im Spiel. So, und wir brauchen sie für verschiedene Einrichtungen, die wir bauen. Okay, schauen, was der nächste dazu bringt. Offensichtlich noch keine Angriffe der Slaver. Wir haben Wasser gefunden. Okay. Sonst als hätten wir nicht genug Wasser. Schattendiplomat. Ja, die verteilen sich jetzt hier tatsächlich entlang der ganzen Sache. Doch noch eine Einheit da drüben, wenn man ganz ehrlich ist, aber. Sind wir ganz ehrlich? Nein. Könntest du noch hochfahren? Oh. Oh. Das ist ja eine coole Halbinsel hier. Mit zwei wahrscheinlich ziemlich großen Städten, so wie es aussieht. Umso mehr große Städte, umso besser. Meine Güte, das sind nochmal 60.000 Leute, die hier wohnen, weil die nach und nach alle unsere Hauptstadt ziehen. Denn dort gibt es Arbeit, Jobs, verstehst du? Ja. Wir haben Suzerain befreit. Wir haben unser Versprechen gehalten. Also, ich hoffe, es ist... Yeah. Oh, oh, nee, warte mal. War das 950? So, es gibt hier irgendwo Urgent Issues. Ja, von Kurz Initiative Cashflow. Oh nein. Also hier gibt es so einen Überblick. Mining Spice, Trade Decision. Das viel wissen wir über die Jungs noch nicht hier. Hm.
Ja, neues Touch-Image generiert. Danke für deine Info. Es müsste aber das sein. Wir haben doch nachgeschaut. Es müsste das hier sein. Und da oben unten ist irgendwas. Das ist die Stadt hier von Volpeak Empire. Wir sehen auch hier unten die Stadt Grani. Wissen nicht auch was momentan. Wir sind mit denen. Können die potenziell mit denen dann verhandeln? Wir haben jetzt hier noch gar keine richtigen. Viele Ruinen, ja, aber das war's eigentlich. Ich würde gerne diesen Bereich hier erkunden, wenn ich ehrlich bin. Um nachzuschauen, ob es da irgendwas Gutes für uns gibt. Es gibt eine ganze Menge Gebäude, also gerade sowas wie diese Military-Geschichten hier. Die eigentlich sehr ergiebig sind. Aber ja, da muss man Glück haben. Die Bibliothek, wo haben wir die gehabt? Hatten wir die hier? Nee, die stehen hier auf der Bibliothek drauf, ja, richtig. Die wäre so ein gutes Gebäude. Es gibt auch Industriegebäude, es gibt alte Fabriken, die man erobern kann. Naja, aber die werden uns hier wohl nicht vergönnt. Schauen wir uns die Entscheidungen an. Eben Pacifica. Schwierigkeit ist 30 plus 4, die 40, durchschnittlich 115. Er versucht zu jinxen und, Roll ist 98. Oh Gott. 149 gegen 127. Okay, wir haben es geschafft. Wir konnten die Diebe etwas eindämmen. Trotzdem wurde Metall ausgerechnet und Essen gestohlen. Oh Mann, ey. So, wir können. Oh, ein Military Genius, ein Genius, ein unglaublicher Kommandant, eventuell hier in der. Im zweiten MG-Bataillon. Wir können ihn zu einem Claymore-Experten machen. Nur zu einem Intelligence-Expert. Sonst ist das beides Zeug, was wir nicht wirklich wollen. Das eine ist ein Enforcement, das andere ist hier Meritokratie. Gehen wir mal eher auf Enforcement hier, so. Das ist jetzt, das wird jetzt hier runtergehen langsam. Wir haben noch kein Feed freigeschaltet. Das sollte dann mit der Zeit dann auch kommen. Nach ein paar Runden, da haben wir eine gewisse Chance, die Sachen freizuschalten. Ich denke, eine Runde machen wir hier noch und dann beenden wir die erste Folge. Noch ist alles in Buddha. Ja, wobei noch nicht. Wir bewegen dich nochmal hier runter. Das ist Leiland. Okay. Leiland. Schauen wir mal, was das nächste zubringt. Aber was ich ja schon mal sehe, hier da unten bei uns sind Städten. Da ist jemand auf uns vorgerückt. Ja, sehr schön. Wir haben hier das Wort gehalten. Die Stärke des Willens erhalten. Einer unserer Viehzüchter freigeschaltet. Wir haben Hospitäler freigeschaltet und wir haben was gefunden. In Suazit. 6 Maschinen, perfekt. Hier unten. Ihr seid die Lightland Boys. Komm hier hin, ja. Tatsächlich diese eine Stadt hier. Wir müssen jetzt da stehen bleiben. Das sieht doch nach einem guten Grenzverlauf hier aus, ne? Nova Delta haben wir auch eingenommen. Wie gesagt, wir können jetzt mal einen Blick auf die. Wir könnten theoretisch auch das Overlay aktivieren. Oh, eine neue Miliz hat sich generiert. Mit Artillerie. Wir wissen ein bisschen, wir können diese Typen hier. Ja, da seht ihr es noch jetzt. Genau im richtigen Moment könnte man sagen. Oh, da ist eine Stadt. Weil der Typ hier über die Berge kommt. Wir werden uns früher oder später angreifen, das ist relativ sicher. Sie haben sehr viele Leute. So. Die werden alle versorgt. Hier unten ist halt schon gar nichts mehr. Was wir machen müssen, ist tatsächlich in der Hauptstadt. Wir haben hier schon ein Depot, ein Transport-Hub. Bietet uns aber sehr viel weniger, weil wir das nicht wirklich uns gehört. Das ist eine Privatwirtschaft hinten. Wir werden das jetzt nationalisieren. Das macht die Leute etwas unglücklicher, aber ja, das passt schon. die werden sich schon einjinxen hier. Ja, okay, Grip braucht man eigentlich nicht. So, und das sind die Operation Logistics. Da sehen wir, wer hier versorgt wird und wie. Seht ihr, drüben wird schon ganz bitter, ne? Weit weg von den Straßen. Also das ist auch so ein Hinweis-Overlay, wenn ihr Probleme habt, das Logistiksystem, das ja doch ein bisschen, ja, das ja doch relativ aufwendig ist, das am Anfang begreifen ist das falsche Wort, aber naja,
zu regeln, dann ist das eine sehr einfache Sache, dieses Overlay, um euch da ein bisschen zu helfen, zu sehen, wo ihr versorgt werdet und wo nicht. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wie ja schon gesagt, ne, dass die Serie wird jetzt hier jeden zweiten Tag erscheinen, mindestens auf dem Kanal. Das ist der Plan. Vielleicht gibt es aber mal mehr Folgen, je nachdem, wie ich zum Aufnehmen komme. Also lasst hier ein Abo da und dann ja, sehen wir uns vielleicht auch dann, wenn wir hier durch sind oder mittelfristig auch in anderen Serien, wie zum Beispiel dem Grand Tactician, der vermutlich auch auf diesen Kanal kommen wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut, ciao, ciao, euer Torren.